Lauf doch direkt von LKW, Mann, du Trottel. Ach, bist du ein Trottel. Autobahn. Wuhuhu! Geil!
Doch nicht erblinden, doch nicht erblinden. Nach 800 Metern bleiben Sie rechts. Doch wieder zurück oder was? Mann, erst lässt du mich raus, jetzt kommst du zurück. Ah, kannst du dich nicht entscheiden? Der Kollege von Georgi, hörst du mich? Bitte! Ist doch nicht dein Ernst! Was willst du denn? Hast du nicht die 60-Schilder gesehen? Ganz wach oder war einer vor dir? Nein, da stand 60 in der letzten Schilderbrücke. Achso, danke dir, habe ich gar nicht gesehen. Ja, das hat hier irgendwie keiner gesehen, wie die alle mit 120 so durch war. Das ist ja kein Problem, jeder kann mal was übersehen. Ist ja auch noch früh am Morgen, ist ja nicht schlimm. Das sagst du, ich habe meine 8 Stunden jetzt schon weg. Arsch, ich habe sie noch vor mir. Na, dann bringen sie gut hinter dich. Pass auf, Stauende. Ja, danke dir. Zähfließender Verkehr auf A3-A4-E35-E40. Stau Ende vor Ihnen.
zwischen Köln-Ost A4 und Köln-Gremberg, Köln-Ring A4, 10 Minuten Verzögerung. Das ist eine Vierstraße. Oder Sie erreichen Ihr Ziel um 10 Uhr. Die hat vier Bezeichnungen. Wetter jetzt! Mann! Ich kann blinken so viel ich will oder was? Jetzt kannst du rüberfahren oder wie? Mann! Ist doch alles frei gewesen! Ja, jetzt. Ihr seid ja clever. Mann, lass den doch von der Kreuzung, ihr Blöden. Jetzt los, Mann. Biegen Sie links ab, A1E 31 Richtung Dortmund. Dann fahren Sie auf die Autobahn. Nein, gar nichts haben wir vom Rasen. Kein Deutsch ist schneller als ich. Ich dachte gerade, der LKW vor mir übersieht den PKW und trampt den jetzt weg. Boah, der war schon am Zucken. Der hat nicht zur Seite geguckt. Der hat keinen Schulterblick gemacht. Der schwimmt hier mit seinem Bagger rum und ich denke, er haut mir den Löffel gleich in die Seitenplane. Oh, nicht schön. Entschuldigung. Ja. Könnte ich auch tun, du hast nicht auch da vorne rum.
Sehr gerne, sehr gerne. Kommt ins Wochenende. Jetzt zieht er aber an. Ein. Oh. Vielleicht hat er auch irgendwelche Abgasprobleme. Ich kann mir das gerade sehr gut vorstellen, so langsam wie der gerade auch riecht. Boah, Alter! Komplett schwarz. Wenn ich noch länger hier hinten fahre, ist mein LKW bald nicht mehr weiß. Ich zeige es nachher. Du guckst echt blöd, wenn du das siehst. Der hat ja auch Ofenrohr da hängen. Juhu, du legst ja auch einen Schuh vor. Alter Schwede! Achso, okay. ADAC darf das. Und kein Sicherheitsabstand darf ADAC auch. Na wundervoll. 95er Ebene. Sehr gut. Osterode, ist das hier ein Berg oder ist das hier nur Kakao? Nee, nach 2 Kilometern bleiben Sie links. Ah, Mann! Mein LKW geht in Eisen, weil ihr PKW auch fahren will. Ach, hab ich mich verjagt. Wo kommen plötzlich die minus 3 Grad her? Ich wundere mich, ob ein Streufahrzeug bei 8 Grad fährt. Ich habe minus 3 Grad hier. Ja, Mann. Was habe ich vorhin noch gesagt? Nee, es liegt garantiert kein Schnee im Harz. Minus 3 Grad, ey. Da war ich es nicht vorbereitet. Mann. Ist hier nichts los, aber erschrecken tust du dich trotzdem bei dem Anblick. Herrlich. Den fordert man jetzt auch wieder. Also mir das 6 Meter hier angezeigt und vorne hat er... Du hast mal wieder ein Timing, passt rein. Okay, hau raus. Aber ich fahr gleich in vorne. Kann sein, dass ich gleich was weg bin.
Sie haben sich jetzt beschwert, dass du hochgefahren bist. Juhu! Und ich dachte, das war ein Spaß mit dem Winkel. Das haben die vergessen, mal alle Morgen rauszunehmen oder so. Nein, Alter, ihr verschwindet ja wirklich alles. Was ist das denn? Was das für ein Erlebnis? Wahnsinn! Sogar wo ich abbiegen muss. Warum bin ich denn hier reingefahren, verdammt? Ja. Bin ich blöd? Wendigkeitsfehler. So macht man das.